Willkommen zurück bei Lottl Gaming, liebe Leute. Donnerstag, 20.01. Wir nähern uns dem Wochenschluss in der dritten Woche auf unserer ersten Station der langen Reise zum Logistikmanager. Ja, ich glaube, wir haben einen langen Tag. Der Balkon könnte neue Blumen vertragen. Ja, dann mach doch. Oh, vergiss mal nicht. Oh, du Romantiker. Oh je. Eine nicht versicherte Fracht, das fällt uns garantiert auf die Füße. Ja, dieser Auftrag ging schief. 14.594 Euro Strafe. Pech gehabt, würde ich sagen. Hätten wir versichern. So, dann schauen wir mal nach, was wir denn bei uns im Fuhrpark so haben. Nach Hamm, nach Bielefeld und nach Siegen. Dreizehn Uhr, Bielefeld 16 Uhr. Und haben es 15 Uhr. Wir picken uns Siegen zuallererst. Wunderbar. Eine Stunde ist um 10.37 Uhr zurück und schafft dann den Auftrag nach Hamm. Ja, nach Hamm. Weil der macht jetzt, der Kollege macht den Auftrag Bielefeld fertig. Oder ich mache erst Hamm und dann Bielefeld. Wunderbar. Tieflader sind unterwegs. Und wir haben noch zur Verfügung einen Container. Ja, der ist ja recht überschaubar. Auch das wird uns gelingen. 8 Uhr, neue Fahrzeuge kommen zurück und neue Aufträge, die werden wir uns zuerst angucken. Teammitglieder sieht für heute nichts vor. Ah, was sagt der Logistikhinweis? Ah. Fahrzeuginspektion. Da kümmern wir uns jetzt drum. Ach herrje, jetzt scheint der Mechaniker krank zu sein. Wir haben wirklich eine Krankheitsphase zurzeit. Ja, bis morgen. Dafür ist der Manager wieder da. Dann schauen wir uns neue Aufträge an. Wir sind blank, wir können eigentlich alles annehmen. Wunderbar.
Nein. Nein. Ja. Ja. Wow, sehr gut. Nein. Oh je. Ja. 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 So, 9:15 Uhr. Wir nehmen die nächsten Aufträge mit. Dann geht's runter in den Fuhrpark. Jawohl, ein Kühl, sehr gut. Oh, genial. Jetzt sind wir wieder ganz gut ausgestattet. Dann runter zum Versand. Ein Tanklader. Wunderbar. Der ist unterwegs. Kühltransporter wird jetzt auch fertig gemacht. Passt perfekt. Ja, dann machen wir mit dem Bridgen Transport weiter. 25 Frachteinheiten. Sind unterwegs. 10 Uhr. Wir haben wieder einen Wechsel der vollen Stunde. Neue LKWs kommen, neue Aufträge kommen, neue Rechnungen kommen. Das ewige Spiel. So, dann schicken wir hier noch den Sattelauflieger. 37 Frachteinheiten, jawohl. Ja, nehmen wir mal einen ADR-Fahrer. Man weiß ja nie. Wunderbar. So, was haben wir noch? Container. 25, 26. 26, ja, dann fahren wir mit 25. an. Wunderbar. Aha. Ja, das ist uns jetzt mal wurscht. So, der Manager geht schon wieder ab mit seiner Eisenbahn. So wünschen wir uns das doch. Das hat schon ein bisschen gefehlt die letzten Tage, als wir ohne ihn auskommen mussten. Wunderbar. Halbe Stunde nach vorne. Wir bestätigen noch die Aufträge und dann wieder runter in den Fuhrpark. Okay, was war das? Den da gebe ich nicht ab. 200 Frachteinheiten tun wir uns das nicht an. Für 200 Euro. Mark, Hilfe!
ganz, ganz verwirrt im Kopf. Den lassen wir auslaufen. So, Logistikhinweis. Ja, das passt. Kein LKW-Unfall, den ich aus Versehen übersprungen hätte. Dann können wir das ignorieren. Wünsche ich mir den Sattelzug, jawohl. Wunderbar. Containerbridge habe ich noch da. Der Containerauftrag ist jetzt erledigt. Und ich denke, den Pritschenauftrag werden wir jetzt auch mit einer Fahrt fertigstellen. Passt, wie man bei uns im Frankenland sagt. Sehr schön. Aufträge versäumte, dürften wir nur einen haben, ja. Ja, 14.000 Konventionalstrafe, das geht gerade noch. Gewinnverlust macht noch Minus. Die Bilanz 2 Millionen sind wir schon im Plus. Halleluja, das ist gut. Das würde eine ordentliche Geschäftsführerprämie nach sich ziehen. Wo liegt mir denn da gerade? Ja, 96.000. Klasse. Jetzt muss ich kurz nachgucken, ob der Auftrag bestätigte unerfüllt den da. Da müssen wir hin. Hier 16 Uhr. Okay. Dann fahren wir jetzt erst in den Fuhrpark und schicken erst den LKW los, bevor wir hier weiteres Unheil nach sich ziehen lassen. Jawohl, beide Tieflader sind da. Das ist gut. Einen müssen wir zügigst jetzt rausbringen. Den kleinen von beiden, jawohl. Der Herr Rusch übernimmt. Der hat noch genug Stunden. Wunderbar. 17 Uhr ist der LKW wieder da. Dann können wir den nächsten abarbeiten. Wunderbar. So, jetzt ist Zeit, neue Aufträge anzunehmen, nachdem wir uns um die Tieflader gekümmert haben. Oh, schade, ein Silo haben wir nicht. Rechnung nehmen wir gleich an. Nein. Nein. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Ja. Ja. Und den können wir auch erledigen.
Gut. Ich werde die 13 Uhr hier oben noch abwarten und schicke dann erst die LKWs raus. Ich schaue mal, ob ich noch neue Aufträge bekomme. Der ist gut. Naja, den lassen wir mal. Den lasse ich auch. Ja, immerhin. Ein LKW-Auftrag war noch dabei. Dann Sammeltrans möchte ich auch anrufen. Ja, den faxe ich. Bis wann muss ich mich da zurückmelden? Bis 14 Uhr. Das heißt, der Auftrag ist jetzt dann bald raus aus unserer Faxablage. Blockiert hier nichts mehr. Wunderbar. Kühltank und Pritsche habe ich da. Schieben wir mal den Tankauftrag raus. Passt. Ah, egal. Versenden. Ja, da ist mein Manager zugeschlagen. Ja, dann geht der Sattelzug auf die Reise mit dem Pritschenauflieger nach Siegen. Da reicht eigentlich ein Fahrer mit weniger Stundenvolumen. Das sieht gut aus. Versenden. Wunderbar. Ich nutze die Zeit und rufe bei Sammeltrans an. Vielleicht ist schon jemand da, jawohl. Ich möchte mir was verkaufen. Oder die Waldfee, der wäre gut. Jo, mach mal. Der wäre noch besser. Ja, angenommen. Und Fracht, 8 Frachtanhänger. Ja, super. Besten Dank, Leute. So. Dann gehen wir wieder ein paar Aufträge einsammeln. Wir sind gerade nicht so gut ausgelastet, wie ich mir das vorstelle. Wo wir heute einiges angenommen haben, aber wir haben auch schon viel weggeschickt wieder. Und man merkt den Manager, das darf man nicht vergessen. Der hat auch schon einiges per Zug wieder auf die Reise geschickt. Gut. Gut. Das ist okay. Das ist super. Nee. Ah. Von Köln nach Bonn. Ja. Nee, von Bonn nach Köln. Mit der Bahn könnten wir da versuchen, irgendwas zu machen. Nehmen wir den mal an, wenn es schief geht, 1300 Euro. Das ist mir wurscht. Nach Düsseldorf. Wunderbar. Dann versuchen wir wieder was wegzubringen. Und gehen auf jeden Fall heute nochmal zum Bahnhof. Dann schaffen wir den gleich. Anhänger ab, abfahren, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück und so weiter. Morgen macht es ja da. Super.
Ja, das ist okay. Brauchen wir doch einen neuen Fahrer. 3 Stunden sind zu wenig. Oh. Auch so habe ich gar nicht mehr. Gut, aber der LKW kommt heute Abend zurück. Das war mir wichtig. So, und dann verschiebe ich jetzt noch fix den. Nein, nein, nein. Warten Sie. Wir gucken mal kurz. Kommt um Punkt 15 Uhr was, was wichtig ist? Nein. Dann verschicke ich direkt. Den Tank-LKW. Nehmen wir den Sattelauflieger. Das machen wir mit einer Fahrt. Wunderbar. Jawohl. Kühl und Pritsche sind zurückgekehrt. Da, schauen wir mal. Ich glaube, da habe ich keine Aufträge mehr. Nur Pritsche könnte ich. Nein, habe ich auch nichts mehr. Dann gehen wir wieder ins Büro und schauen in die Ablage. Der ist gut. Der auch. Manager wieder zugeschlagen. So, Eisenfahrplan. Wir haben gesagt, wir wollen nach Köln. Container. Fährt um 18 Uhr eine Pritsche. Um 10 Uhr ist ein Container gefahren. Also das passiert nicht mehr. Morgen. F3 heißt es einen Tag weiter. 17 Uhr. Morgen um 15 Uhr fährt ein Container. Den werde ich mal versuchen zu buchen. So, wann kommen die Tieflader wieder? Die sind gerade wieder mal die gefragteste Frachtart. Wie kann es denn anders sein? Tieflader, um 17 Uhr sind die verfügbar. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Pritsche wegkriegen. Ich glaube, ich habe gerade einen Auftrag angenommen. Ja, zwei sogar. Fangen wir hier an. Nee, das machen wir mit dem Tieflader. Oh, wegen einer Frachteinheit. Aber um die soll es nicht sein. Das kriegen wir schon hin. Passt. Sammeltrans soll es richten. Ja, mach mal. Mache ich auch. Wunderbar. Dann ab zum Bahnhof. Also auf jeden Fall den Auftrag nehme ich an. Wunderbar. Der ist komplett bearbeitet. Eins. Zwei auf zweimal Zug. Passt. Aha. Dreimal Zug. Puh. Ich vermute, dass wir nicht vor 17:30, 18 Uhr wieder im Büro sein werden.
Geht hier noch mal die große Verschickaktion vonstatten. Hat sich aber gelohnt. Wir haben einen Haufen weggebracht. Ja, Container und Tank. Alles gut. Dann schauen wir zuerst, dass wir die Tieflader wegbekommen. Das sind noch Aufträge für morgen. Oh, 21. Sammeltrans. Könnt ihr was erledigen? Nein. Da muss ich selber fahren, das hilft nichts. Die schicke ich aber zuallererst raus. Da gehen wir kein Risiko ein. Kommt in der Nacht zurück. Ist morgen früh einsatzfähig. Das gleiche gilt für diesen Tiefladerauftrag. Hat genug Zeiteinheiten übrig. Jawohl. Passt. So, Pritsche. Die Pritsche ist da. Aber ich habe keinen Auftrag mehr. Ha. Das ist ja der Wahnsinn. Montag habe ich einen Auftrag. Mittwoch drei. Okay. Dann ab ins Büro. Wir prüfen, was noch eingegangen ist an Aufträgen. Ob wir da was erledigen können. Beziehungsweise erstmal annehmen können. Ach, ja. Am 26. nach Siegen. Der gefällt mir jetzt nicht so ganz. Am 21. morgen nach Düsseldorf. Den nehme ich an. Den nehme ich an. Den lasse ich sausen. Den nehme ich an. Das sind wieder zwei Fahrten. Ne, das mache ich nicht. So, was schicken wir raus? Die Pritsche. Wunderbar. Simmern übernimmt. Fährt nach Osnabrück. Ja, das passt soweit. Oh, kommt sogar in der Nacht zurück. Das läuft ja wie ein Schnürchen. Und was haben wir jetzt noch an Aufträgen? Noch eine Pritsche. Jawohl, dann ist der Auftrag erledigt. Hastig, wir nehmen den Anhänger ab. Ah, anderer Fahrer. Mosel übernimmt. Auftrag ausgeführt. So. LKW 8 meldet einen schweren Unfall oder irgendwas. Standard. Verspätet sich um 8 Stunden. Das könnte spannend werden. Mal gucken. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Super. Keine Neuigkeiten. Ich bedanke mich fürs Zugucken. War wieder ein sehr spannender Tag. Jetzt haben wir einen LKW-Defekt, der 8 Stunden Verzögerung nach sich zieht. Wir gucken einfach morgen mal, was das für Folgen hat. Schaut wieder rein, lasst mir ein Abo da und bis dann. Bye bye.